Das fertig leckere, fertig gebratene Fleisch. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Und willkommen zum lang ersehnten Kochvideo. Und sagt erstmal Hallo zu meiner Küche. Übrigens, das ist hier zum Anschalten des Herdes. Also wenn ich zum Beispiel keinen Bock habe, das da zu drehen, dann schalte ich es einfach so an. Okay, nein, ich war einfach zu faul, um das wegzutun. Aber wir haben heute etwas, was wir kochen werden, was ziemlich einzigartiges, was noch nie jemand gemacht hat. Und zwar Eier. Ja, Eier habe ich hier. Ganz normal Eier, also nichts Besonderes. Kann jeder irgendwie bekommen. Also ist nicht so schwer. Geht einfach in den Laden, kauft euch Eier, dann habt ihr Eier. Und unten habt ihr auch mal welche. Dann haben wir hier Hähnchensteaks. Und zwar dazu gibt es eine kleine Story. Und zwar bin ich immer in den Laden gegangen und dachte, weil am Preisschild stand, dass es 11 Euro kostet. Dachte ich, dass so eine kleine Packung 11 Euro kostet. Und ich habe mich immer gewundert, seit wann ist denn Fleisch so teuer? Dann habe ich immer das Schweinefleisch gekauft. Weil ich ganz ehrlich, 11 Euro für so ein bisschen bezahle ich doch nicht. Und irgendwann, nach so wirklich langer Zeit, bin ich nochmal näher dran gegangen an das Preisschild und habe geguckt, oh, das kostet hier nur 11 Euro für ein Kilogramm. Und wie schwer ist das? 0,357 Kilogramm. Das macht 4,28 Euro. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung für so zwei leckere Steaks. Aber für 11 Euro hatte ich da auch nicht sowas gekauft, weil ich finde einfach, dass 11 Euro für sowas zu viel wäre. Wie dumm kann man sein? Wieso passe ich da nicht einfach besser auf? Gib mir eine Nackenschelle. Oder gibt es das überhaupt? Nackenschelle. Keine Ahnung. Aber egal. Dann gibt es hier ein bisschen Reis. Ich liebe Reis. Über alles. Reis ist das Allergeilste, was es gibt. Vor allem dieses Reis. Es sind so kleine Hähnchenstücke dabei. Ich achte ja ein bisschen auf meine Ernährung. Jetzt nicht so sehr. Also ich habe auch nicht so wirklich Lust dazu, jetzt perfekt auf meine Ernährung zu achten. Aber ein bisschen muss man ja. Mit zartem Hähnchenfleisch. Ja, mag ich auf jeden Fall sehr gern. Ich weiß nicht, ob ich das so gut machen kann wie meine Mutter. Mal sehen. Und zum Schluss haben wir noch Thunfisch-Salat. Den habe ich von YouTube, also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist schon lange her, aber irgendein YouTuber hatte das mal empfohlen. Und zwar kombiniert man das mit Ei einfach. Das schmeckt übel lecker. Gut, mal gucken, ob wir noch mehr drin haben. Dann habe ich noch gestern hier diese Barbecue-Soße gekauft, habe ich auch vergessen, soll ich jetzt auch mal benutzen. Ich benutze die Soßen irgendwie nie, vergesse ich immer wieder, also mache ich das jetzt einfach mal. Gut, fangen wir an. Also, als allererste benutzt Öl. Rein da. So, das reicht auch schon, sonst spritzt es immer so. Aber keine Sorge für die ganzen Spritzer, gibt das Spritzmittel. Das ist das Spritzi-Spritzi-Spritzi-Mittel. Ist gerade erst gewaschen, also noch ein bisschen dreckig. Aber ob das jetzt dreckig ist oder nicht, das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Ich kann es ja nochmal vorsichtshalber nochmal abwaschen. Das wird ja eh immer dreckig, weil das einfach gegen den Spritzschutz ist. Weißt du was, ich nenne ihn der Spritzschutzhalter. Der Spritzschutzhalter. Sagt alle Hallo zu Spritzschutzhalter. Gut, jetzt haben wir Öl reingetan. Jetzt machen wir erstmal den Herd an. Übrigens, mir passiert es immer, dass ich den Herd einfach anlasse. Das kotzt mich übel an. Aber was soll ich machen? Oh, mein Bauch knurrt schon. Ich habe übel Hunger. Deswegen gehe ich auch. Also es ist wirklich am besten, wenn ihr einkaufen geht, wenn euer Magen nicht voll ist. Wenn euer Magen voll ist, dann kauft ihr nicht so viel ein. Wenn ich einkaufen gehe und ich Hunger habe, ne, dann ist der ganze Laden ausverkauft. Dann kann Edeka für eine Woche schließen. Okay, es geht zu Rewe. Aber Rewe ist schon ziemlich teuer, muss man sagen. Zumindest beschwert sich meine Mutter immer. Ich nicht so. Weil für Essen bezahle ich eigentlich auch gerne. Aber ist ja egal. So, dann warten wir erstmal, bis es warm wird. Wie gesagt, ich überlege gerade, was wir zuerst braten. Wisst ihr, was wir... wir braten zuerst... die Hähnchen braten wir zuerst. Das Hähnchen ist die Hähnchensteaks. Dazu nehmen wir jetzt einfach ein Messer hier. So. Das Messer schneide einfach hier an der Seite immer so auf. Und, fuck! Alles gut, Leute, ist nichts passiert. Jetzt warten wir erstmal, bis es warm wird. Werd warm. Gut, können wir schon mal die Steaks drauf tun? Eigentlich sollten wir noch ein bisschen warten, aber ich habe wirklich Hunger und habe keinen Bock zu warten. So, nehmen wir auch gleich mal zwei Steaks, weil ich ziemlich Hunger habe.
Oder, wisst ihr was, wir nehmen erstmal ein Steak. Oh, Magerquark. Wieso fällt es denn immer runter, wenn ich die Tür aufmache? Kannst du mir das erklären? Wir können hier schon mal einen Teller holen aus Spaß. So, Teller. Ich persönlich brate es immer ungefähr so 1,5 Minuten. Also wenn es anfängt richtig zu braten, dann drehe ich es um. Vorher stelle ich es aber auf die andere Herdplatte. Auf die andere Platte hier, weil sonst spritzt es immer noch so sehr. Und ja. So sieht das aus. Also sieht eigentlich ziemlich lecker aus. Also ich persönlich genieße es richtig. Also ich mag es richtig. So, jetzt fängt es an zu braten. So, genau, was ich vergessen habe. Und zwar können wir jetzt schon mal die Eier fertig machen. Dazu nehme ich mir sowas hier. Dann kann ich euch das Gericht zeigen. Ist richtig geil. Habe ich vom Internet. Ich weiß nicht mehr von wo. Aber ich habe es von wo. Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das Gericht, ja. So, ihr habt dieses Ei. Ich schläge die hier gegen. Davon nehme ich dann immer. Ich nehme heute. Ih, die sehen voll eklig aus, die Eier. Die sind noch nicht mal durch, Alter, oder was? Ih, die sind noch nicht mal richtig gelb. Egal, ich esse die trotzdem. Nehmen wir so ungefähr 4 Stück davon. Dann nehmen wir jetzt einfach hier so ein Messer. Keine Ahnung, das ist ja ganz okay. Und rühren das mal ab. So, dann nehmen wir uns Salz und Pfeffer. Das müsst ihr nach Gefühl machen. Mach ich auch mal. Und so, das Fleisch nicht vergessen und rühren. So, jetzt können wir das Fleisch langsam, es spritzt, es bleibt an. Puh, Glück gehabt, das war eine knappe Geschichte, Leute, ich wäre fast gestorben. Nehmen wir den Thunfischsalat, so mache ich es persönlich immer. Nein, oh, alles gut, Leute, alles gut. Komm, geh auf. Scheiße. Jetzt packen wir das hier rein. Jetzt verrührt das noch ein bisschen. Rühr. Denn das erste, was wir machen, ist erstmal das Steak umdrehen. Dazu nehmen wir uns jetzt einfach mal hier sowas. Keine Ahnung, das ist das erste, was ich gerade gesehen habe. Deswegen habe ich das einfach aufgehoben. Und können das hier jetzt einfach umdrehen. So, langsam ist es dann fertig gebraten. Dann nehmen wir das. Oh, es geht schon wieder an. Es geht an. Oh, ich hasse diese Spitzer. Oh, das sind die schlimmsten. Vor denen habe ich übel Angst, Alter. Packen wir erstmal das leckere Fleisch auf den Teller. Das fertig leckere, fertig gebratene Fleisch. Alles gut, ich habe keine Angst. Jetzt packen wir das schön hier drauf. Weil das Auge isst hier mit. Und jetzt können wir schon mal, so aus Spaß, ein bisschen dieser Soße hier rein drauf machen. Geht raus. So geht es nicht los, Alter. Ach, man muss ein Loch reinstechen. Komm raus, Alter. Ah, komm raus. Mann, da kannst du nicht rauskommen. So, ich glaube, jetzt müsste es rauskommen. So, alles gut. Das würde ich nicht aufregen. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen Barbecue rein. Genau. Oh, das war zu viel. Egal. So, jetzt packen wir einfach das Ei da rein. Und jetzt nebenbei, also während ihr das macht, immer rühren. Oh, jetzt habe ich wieder gekleckert. Ey, mir passiert echt sowas immer, ey. Gut, ich denke, wir sind fertig. Also noch nicht, natürlich noch nicht ganz, aber nur mit den Eiern jetzt. Die können wir hier schon drauf machen. So, fertig abgewaschen. Naja, nicht ganz, aber trotzdem schon fertig, okay. So, jetzt können wir anfangen mit, also das ist das erste Mal, dass ich jetzt mache, ne? Dass ich das jetzt mache mit dem Reis. Und zwar muss man ein bisschen Wasser reinmachen, habe ich gehört. Und jetzt ein Tickchen Öl sogar noch. Machen wir jetzt einfach ein bisschen Reis hier rein. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich glaube schon. Ja, so ist okay. Und jetzt können wir einfach nur warten und mehr nicht. Und jetzt kann man warten, bis es kocht. Lass uns statt 15 Uhr um 16 Uhr treffen, okay? Ey Leute, ohne Scheiß, ne? Soll ich euch was erzählen? Ich dachte gerade so, okay, ich warte die ganze Zeit, ne? Ich bin sogar in mein Zimmer ein bisschen gegangen, hier rumgegangen und habe erstmal gewartet. Habe ich mich gefragt, wieso kocht das denn nicht, ne? Irgendwas läuft hier gewaltig schief, ich verstehe das nicht, ne? Wieso, es wird ja auch gar nicht warm und so. Ich habe mich jetzt gewundert die ganze Zeit, was denn da los, ne? Ich renne die ganze Zeit rum, ich renne da lang. Ich gucke mir ein paar Videos an, so irgendwie, keine Ahnung, gucke mir so bei mir, was auf meinem Kanal so abläuft, so ein paar Kommentare gucke ich mir an und was sehe ich? Der Herd ist nicht mal an.
Alles klar, jetzt ist er aber an. Endlich, Alter, kocht es. Endlich kocht es. Ich habe damals immer diese asiatischen fertig, also die man einfach auch so kocht und dann ist alles fertig. Aber die sind ja mal übel ungesund, seitdem habe ich die aufgehört zu holen. Obwohl es eigentlich lecker schmeckt, eigentlich. So, ich werde jetzt einfach versuchen, ich halte das mal an, nur das Wasser rauszubekommen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Hat relativ gut geklappt und so sieht das dann aus. So, okay, da ist noch ein bisschen Wasser, aber ist nicht so schlimm. Mein Essen ist fertig. Alles aus, genau. So, das ist dann das Essen, das fertige Essen. So, das ist dann das fertige Essen. Also ich finde es ziemlich lecker. Also natürlich, ich bin nicht so gut, so wenn es um ja, Schönheit geht hier auf dem Teller. Also wie sowas. Überlecker. Also Leute, wenn ihr mehr von so Real-Life-Videos sehen wollt und vielleicht sogar nochmal kochen irgendwann, andere Rezepte, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, abonniert meinen Kanal für besseren Sex. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, ciao!